Hallo Leute, willkommen zurück zur Sternenstraße in Super Mario und Luigi, zusammen durch die Zeit! Juhu! Letzte Part sind wir Sternenstraße gekommen und haben so einiges erfahren von dem Sternenstück, dass wir noch zwei Stücke brauchen. Und das ist das Fragment, die Schraubs aufhalten kann. Jetzt sind wir auf der Sternenstraße ganz weit oben. Und wir haben im letzten Part mit einer Tür gesprochen, die gesagt hat, jo, du darfst nicht rein, oder Mario darf hinein, aber Luigi nicht. Wir versuchen natürlich alles, dass Luigi auch hinein darf. Warum er nicht hinein darf, ist eine andere Sache. Okay, ich muss jetzt irgendwas finden, ich habe nur vergessen, wie das heißt, egal. Wie komme ich da hinüber? Ich schaue mich gerade mal ein bisschen herum. Ah, die Gegner sind wieder hier und wow. Hier gibt es wirklich sehr viele Gegner. Ein bisschen Geld. Yay, wieder mal Geld. Voll gut und so. Rote Panzer. Die wirklich die besten sind wie die grünen. Aber nur mehr Schaden austeilen, obwohl. Nicht wirklich. Sie halten nur mehr aus. Aber wie komme ich jetzt da hoch? Hochspringen ist nicht. Also Moment. Ich denke schon wieder Superstar-mäßig. Sorry. Musik, hier muss ich sagen, ich habe sie mir mal ein bisschen länger reingezogen. Sie kommt mir sehr stark bekannt vor aus einem anderen Spiel. Ich weiß nicht aus welchem. Kann es auch nicht wirklich sagen, aber sie kommt mir wirklich stark bekannt vor. Die Gegner werde ich nebenbei offscreen besiegen und hey, die sind auch hier und was ist das? Was ist das? Piranha Planet. Aha. Okay, neuer Gegner. Den bekämpfe ich natürlich. Alles, was neuer Gegner heißt, durch Bekämpfen und es ist. What the hell? Was zum Teufel? Alter, der greift schnell an. Aber es ist ziemlich leicht auszuweichen. Und ich mache wirklich sehr wenig Schaden auf den. Meine Güte! Also, der hält schon was aus. Ja, was kommt jetzt? Was zur Hölle? Gehen jetzt alle raus nach Umdrehung. Okay. Gar nicht so schwer, Leute, das auszuweichen. Also ich muss sagen, das ist ein eher leichterer Gegner. Ah, verdammt. Das Timing versaut. Aber er hält sehr viel aus. Das ist wirklich hallo. Ein paar Angriffe hat er schon gebraucht. Aber trotzdem, leicht auszuweichen, diese Piranha-Pflanze. Oh ja. Aber trotzdem, cool, dass wieder neue Gegner hierher kommen. So, das ist über mir. Ich dachte, da könnte ich jetzt raufspringen. Aber anscheinend nicht. Und diese Gegner sind auch wieder hier. Aus den Gebirgen. Oder Gebirge. Wie komme ich denn da hoch? Da muss irgendwo ein sein, wo man startet. Ah ja. Habt ihr irgendwas anders, ihr Gegner? Rote Panzer. Wunderkabouts heißen die. Da sind die. Wunderkabouts, yeah, ha, hi, ha, hi, lolz. Ja, so ähnlich. Leider habe ich keinen grünen Panzer, aber rote Panzer bis zum Abwinken. Yay! Das, wirklich, ah, verdammt, das war jetzt voll falsches Timing. Ah, hier ist ein Angriff. Ah, verdammt, vertan. Ja, ich muss wieder erst gewöhnen an die Gegner hier. Die sind ein bisschen schneller wie in den Bergen. Bisschen schneller sind sie schon, muss ich sagen. Ups, aber sonst können sie nicht wirklich viel anders, was bis jetzt so aussieht, zumindest. Atsche! Aushalten tut sie auch nicht viel. Wow! Alter, sind sie schnell. Sie sind richtig flott unterwegs. Ich bin gewohnt noch von den Bergen, da waren sie relativ langsam, aber hier sind sie wirklich schnell unterwegs. Bisschen mehr Erfahrungspunkte und ein One-Up-Pilz bekommen. Ah, die Gegner gefallen mir hier wieder mal. Werdet, wie gesagt, alle offscreen besiegen. Will euch hier ja nicht langweilen. So, Blumenmix, wieder mal. Hey. In meinen Blumenmix muss ich mal irgendwie üben. Und Moment, kann ich da rauf? Nein? Was ist dann diese Sternchenstraße hier? Ich glaube, die soll mir nur zeigen, dass ich, Moment, hier rüber wirbeln kann. Yay! Und stopp. So, rüber. Ah ja, jetzt zwei Wege. Schauen wir mal. Wo komme ich denn dahin, wenn ich hier entlang gehe? Alter, so viele Abzweigungen. Was soll denn das hier?
Okay, ein Fragezeichenblock mit... Ups. Einen Ultratau kann ich sehr gut gebrauchen. Da ich mich immer wieder schön heilen muss. Und fast nochmal näher aus seiner wirklich interessante Musik. Ich denke schon ganze Zeit darüber nach, woher kenne ich die? Ich habe das Spiel ja vorher noch nie gespielt, muss ich schon sagen. Aber trotzdem, woher kenne ich diese Musik? Sie ist schön, ja. Sie hat was. Und sie ist, ja, etwas anderes mal. Und nein, euch brauche ich nicht, ja. Ich verstecke mich den mal. Mit der Hoffnung, dass ich da hinten eine Röhre finde, dass ich die holen kann. Nee, oder? Ah, dann halt nicht. Ich hab B gedrückt, Leute, ernsthaft. Ich hab B gedrückt und dann springt der Luigi nicht. Ja. Okay. Also jetzt lasse ich mal die zwei kleinen hier. Ich gehe davon aus, dass da hinten so ein Schalter ist, wo ich die zwei wiederholen kann. So. Nein. Ah. Wieso passiert mir das andauernd? Immer und immer wieder, dass ich irgendwo hinunterfalle. Und ich dachte immer, wer anderer fällt andauernd die Schlucht hinunter. Aber nein, jetzt passiert mir das auch noch selber. Ah! Ja, okay. Rüber. So, wow, so knapp. Moment, gibt's hier keinen Schalter? Nein? Okay, aber hier gibt's einen. Ja, genau, den wollte ich haben. Ups. Dung. Genau, den wollte ich haben. Dann schauen wir mal. Hier ist nix. Außer der Block und hier rechts ist auch ein Weg. Aber zuerst gehe ich mal da entlang. Was haben wir denn hier? Oh, das sieht nach... Moment. Ich dachte, das ist rein aus, aber... Was ist das? Okay, Moment. Hier kann ich mit einem kleinen hoch. Okay. Was haben wir denn jetzt hier denn? Aha. Ich glaube, ich muss von der anderen Seite hoch. Also von der linken Seite. Rechte Seite ist Sackgasse. So, hier haben wir einen Pfeil und was zu trinken. Okay, trinken wir mal 5 Schluckchen. Und jetzt muss ich hier drehen anscheinend. Ah. Und jetzt. Wow, geht schnell runter. Das ging jetzt wirklich schnell. Moment. Da muss ich jetzt derbe abpassen. Hä? Ach so, weil... Ja, okay, ich hab's gecheckt, weil er ein X war. Ja. So, jetzt A. Und... Rüber! Oder auch nicht. Okay, das ist eine Timing-Frage. Zur derbe. Ja. Merk schon. Timing. Na dann. Ah. Und... Ah, zu früh. Das ist nervig. Ziemlich sogar. Ah. Trink einen Schluck. Oder auch nicht. Oder auch doch. Mann! Mario, mach hinne! Okay, jetzt reicht's. So, mehr geht nicht. 9 Stück trinken. Und jetzt will ich das hier drehen, ja? Und... Ah, das ist schwer. Das ist nervig und schwer. Komm schon. Ja, habe dich. Ah. Puh. Sehr nervig, Leute. Auf jeden Fall. So, und jetzt muss ich das wahrscheinlich da rechts betätigen. Diesen bunten Schalter. Okay, was bringt das? Mal schauen. Aha. Okay. Langsam wird mir dieser Schalter ein bisschen unsympathisch. Schau mal, aber... Hä? Oh! Der ist jetzt zum Eingang von der Tür gegangen. Ah, okay. Dann gehen wir rechts wieder raus. Ich bin schon sehr gespannt auf das, was mich jetzt da erwartet. Und, ah, da oben gibt's wieder ein paar Schätze. Ja. Will alles natürlich haben. Oh, ich hab's jetzt nicht gesehen. Ja, dieser Gegner ist eigentlich nur nervig, von daher... Geht schon noch! Moment, Hammer? Wow! Ah! Hat Luigi angegriffen, das war unerwartet. Gut, dann Kanone entladen! Schmeiß die Kanone an! Bam, bim, bam, boom! Haya! Uhaha!
138. Also dieser Gegner, der hält schon sehr viel aus. Wenn er also ein paar Attacke aushält, überlebt sogar. Level 22 für Baby Mario nebenbei. Mehr Bart vielleicht mal? Oh, wir sind da vielen Sechser. Oh, derbe. Na klar, weil ich das so selten erhöhe. So, und mehr. Wie wär's mit Bart, hm? Ich glaube, da merkt man, dass ich das nie erhöht habe. Plus 6 Bart! Naja, mehr. Es tut eigentlich nur verbilligen und auf Glückstreffer hoffen, aber vielleicht bringt's das, wenn ich das mal ein bisschen erhöhe, habe mir gedacht, ja. Oh, Moment. Zuerst will ich das da haben. Will haben. Zack. Trampolin, 2 Stück, okay. So, und da gibt's ein paar Schätze. Will alles haben. So. Will alles haben. Bam, 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 bam. Musik sagt mir wirklich so, und der Hintergrund hier auch von Sternen sieht richtig geil aus. Also zu bemängeln habe ich hier in dieser Welt nichts. Aua. Außer dass ich dann dauernd hinunterfalle! Ah, das ist meine eigene Schuld. Immer bin ich schuld, ne? So, rüber da. Und hey. Hey, hat's mich hier. Ich glaube, das mag mich nicht. Und ich glaube auch, das beruht ganz auf Gegenseitigkeit. Denn ich find's einfach nur nervig, dass ich hier und da und runter. Jetzt reicht's aber. Das ist nicht lustig! Nein, das ist es nicht! Nein! Es lacht! Ja, das ist Spaß. Jetzt aber. Ultratau, gute Sache. Und wieder, was haben wir noch? Noch weiteres? Aha, da drüben. Okay. Aha. Ein One-Up-Pilz. Also hier bekommt man sehr viele One-Up-Pilze. Ultratau, also sehr viele Items. Was? Pilzorden A? Zum Heilen? Was ist denn der Pilzorden A? Pilzorden. Erhöht durch die Pilz aufgewühlten KP im Kampf stark. Naja, so dringend brauche ich das jetzt auch wieder nicht. Gute Sache. Aber ich bin alle Schätze. Und, ich bekämpfe mich spät, Freundchen. So, noch ein Schalke. Und noch ein paar Schätze. Will alles haben. Blumenmix. Also es gibt sehr viele Blumenmixe hier. Auch. Und hier komme ich mit Schweben rüber, habe ich schon gesehen. Oder auch nicht. Auch gut. Achso, da komme ich. Ja, ich komme nur mit den Kleinen rüber. Ja, hab's kapiert. Dann hole ich euch mal schnell. Genau wie es auf der anderen Seite. Irgendwie ist hier alles spiegelverkehrt, kommt mir vor. Kann auch sein. Kann auch sein, dass ich mich täusche. Aber egal. So, hoch mit euch. Hä? Wann das funktioniert? Okay, das geht hier anders. Auf der anderen Seite? Nein. Ach so. Ja. Ich hab's gecheckt. Ja. So. Es gibt immer eine Möglichkeit, hier hochzukommen. Rote Panzer. Man muss nur ein bisschen anders denken hier. Dann kommt man überall hin. Da drüben ist auch ein Schatz. Alter, es gibt hier so viele Schätze. Ist schon ein bisschen krass. Bam, 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 bam. Komm schon. Ich hab doch A gedrückt, Freunde. Und wieder Geld! Yay! Naja, so wichtig ist es auch wieder nicht. So. Wieder zurück. Jups! Da ist jetzt der Schalter. Was passiert, wenn ich jetzt drauf drücke? Ah, Sternchen. Ja, das ist eher beeindruckend. Das ist der Aurora-Block. Das habt ihr gut gemacht. Yay. Jetzt, grüner Mann des Bartes, wäre dein Block so, dass ich diese Tat bezeugen kann. Nur so werde ich dich trotz deiner Mängel für würdig befinden. Welche Mängel er auch immer hat. So, bam. Was? Hä? Du kannst mich. Der will mich verarschen. Nein, das reicht nicht. Deine Unaufrichtigkeit macht mich krank. Tritt sofort vor mich. Hörst du mir auch zu, grüner Mann des Bartes? Denn du solltest mir zuhören. Nicht allein aufgrund deiner Leistung wurde der Block hierher gebracht. Wer ist dafür verantwortlich? Wer war es, der dies ermöglicht hat? Wähle deine Antwort aus. Deine folgenden drei Möglichkeiten. Ich.
Eigentlich waren es alle. Eine Zusammenarbeit von allen war es eigentlich. Moment. Das waren die Babys. Das ist nicht wahr, oder? Denke darüber nach. Wem schuldest du den Dank für die Erfüllung deiner Aufgabe? Hä? Ja, die sind da hochgesprungen und haben das... Ach, ich glaube, der meint Mario. Du glaubst wirklich, dass das wahr sein kann? Denk nach, bevor du sprichst. Hä? Ist das richtig? Denk nach! Ja, was? Die Antwort lautet... 4, alle zusammen! Diese Möglichkeit gab es nicht, Freundchen! Ich wollte eh so antworten, aber... Wie sollte sie sonst schon lauten? Ich konnte es nur da einfach sagen, die richtige Antwort zu geben. Das ist für mich unvorstellbar, bedauerlich geradezu. Was? Ich hatte nur 3 Antworten zur Verfügung gestellt? Was soll das heißen? Sie hätte keine 4. Antwort gegeben. Du lügst! Man muss alles im Deckel denken. Es ist genau diese Tendenz zur Verfälschung und zur Biegung von Tatsachen, die dir ständig Ärger verursacht. Sicher erkennst du doch, dass dein Vortritt ein Vermächtnis der Gemeinschaft ist. Ich weiß, dass du das tust und doch weigerst du dich, die richtige Antwort zu wählen. Alle zusammen und dann lügst du. Ich bin erschüttert. Wenn du so weiterlebst, ist dein Schicksal besiegelt. Du wirst deine Tage in Einsamkeit fristen. Merke dir meine Worte. Arme Luigi. Wie bitte? Du unterstellst mir die Unwahrheit zu sagen? Ja, Baby Mario. Du willst mir sagen, dass Luigi nichts falsch gemacht hat? Unglaublich. Ihr alle! Es hat wirklich... Erstaunlich! Ihr seid die besten Geschwister aller Zeiten! What? Komm, grüner Mann des Bartes, du musst nun nicht mehr weinen. Erheb dich und zieh mich an, dies war nur ein Test, den ich mir ausgedacht habe. Hä? Roter Mann des Bartes, zum Wohle deines Bruders hast du dich auf die Suche nach dem Aurora-Block gegeben. Du hast Mühsal auf dich genommen und deinen Bruder unterstützt. Deine Gefühle für deinen Bruder sind durch und durch rein. Was für ein großartiger älterer Bruder. Ich bin sehr bewegt. Grüner Mann des Bartes. Ah, jetzt wissen wir endlich auch mal, dass Mario der ältere Bruder von den beiden ist. Verzeih mir all das, was ich dir erdulden ließ. Du siehst, dass ich die Wahrheit kenne. Dein Herz ist wie ein Juwel, facettenreich und wunderschön. Ich sehe, wie es funkelt. An manchen Stellen mag es poliert werden müssen. Doch bist du für deine Freunde unverzichtbar. Du musst wohl des Mutes voranschreiten, meine ewige Unterstützung sei dir gewiss. Ihr dürft alle passieren, ich werde euch nicht hindern. Nicht mehr. Jetzt, Grillmann des Bartes, bitte schlag den Block mit all deiner neu gefundenen Anmut. Yeah! Ja, ein guter Schlag! Oh, übrigens, der Aurora-Block kann seine Form verändern, um sich der Größe des Herzens der Person anzupassen, von der er berührt wird. What? Wow! Luigi! Luigi! Peekaboo! Peekaboo! Ohne weitere Verzögerung soll nun das Tor geöffnet werden. Möge euch der verbleibende Weg viel Freude bescheren. Danke, Sternchen. Jo, war das alles also nur ein Test? Ich hätte es mir eigentlich fast denken können. So, kurz abspeichern. Kurz abspeichern. Und währenddessen bekämpfe ich jetzt mal alle Gegner in der Umgebung offscreen, Leute. Ich hoffe, das hat euch gefallen, auch wenn es nur einmal rundherum ging. Ich erwarte hinter der Tür vom Sternchen einen Bossfight. Also werde ich hier ein bisschen kämpfen. Bis zum nächsten Part, Leute, und ciao. Wie gefällt's hier?